Leute, 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 es ist soweit. Wir haben ein Light am Stessel. Geil! Junge! Hey und Servus zusammen, willkommen zum heutigen Video und dem Bikecheck von dem neuen Nox Epium Light E-Bike, was ich hier am Start habe. Ihr habt es vielleicht schon in einem meiner letzten Videos gesehen, als ich den Carsten, den Geschäftsführer von Nox Cycles, getroffen habe, der die Company vorgestellt hat und mir ganz am Ende das Frame Kit überreicht hat. Ihr habt ja dann schon ein bisschen gehört, was meine Pläne damit sind. Ich wollte oder will für euch Reichweitenchecks machen, einfach das Thema Light E-Bike ein bisschen mehr beleuchten. Ja, einfach mal schauen, wie viel Spaß man denn damit haben kann. Und eins sei vorweg gesagt, war richtig geil auf den Trails hier in Serfors-Fislar. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht bei den Runden. Aber euch interessiert sicherlich, was ich hier bei dem Rad verändert habe, beziehungsweise was ich hier dran gebaut habe. Weil, ihr habt es ja schon eben gerade gehört, ich habe nur das Frame-Kit bekommen mit Dropper-Post eingebaut. Natürlich Motor, der Fazua Ride 60 war schon drin und die Remote-Einheit. Aber an das Bike sind dann Komponenten von mir gewandert. Allen voran ein Zip-Laufradsatz, Carbon-Laufradsatz, 29er, also komplett vorne und hinten 29er-Laufräder. Taugt mir richtig, richtig gut. Die Felge bzw. das Laufrad hat ja keine Hohlkammer, kann dadurch sich ein bisschen dem Untergrund anpassen und bewegt sich oder neigt sich anscheinend leicht links und rechts. Macht mir richtig viel Bock, macht wahnsinnig viel Spaß damit zu fahren. Was ich bei dem Modell auch mal ausprobiert habe, sind Wheel-Tires. Ich hatte davor eigentlich die ganze Zeit, bin oft Schwalbe-Reifen gefahren. Jetzt probiere ich mal ein bisschen rum, teste mal ein bisschen aus, was andere haben. Wie gesagt, ich habe jetzt vorne und hinten Wheel-Tires. Vorne habe ich eine 160 mm Gabel und zwar die Zep, die RockShox Zep Ultimate verbaut. Hatte ich auch noch von meinem anderen Rad. Ich habe jetzt sozusagen vorne 160 mm, hinten hat das Bike ja in der Konfiguration, in der All-Mountain-Konfiguration 150 mm Federweg. Dann verfolge ich auch so ein bisschen weiterhin den Ansatz Made in Germany, Made in Europe, was ja auch bei dem Rahmen der Fall ist, hat euch der Carsten ja in dem Video erklärt. Aufgrund dessen habe ich hier einen 800er Lenker von Tune dran, einen Carbon-Lenker. Hatte ich auch noch bei meinem anderen Rad. Ich bin auch am Überlegen, ob ich ihn eventuell ein bisschen kürze auf 87. Weiß ich aber gerade noch nicht ganz genau. Bin eigentlich im Moment noch happy. Den Ansatz Made in Germany verfolge ich aber auch noch bei den Magura-Bremsen. Sind hier Magura MT7 Raceline am Start. Sieht man, glaube ich, auch auf den ersten Blick. Die gelben Kolben, die knallen halt richtig raus. Was ich hier aber noch verändert habe und auch bei meinem anderen Rad so fahre, sind die Oak Components Hebel, auch aus Deutschland. Ist dann sozusagen nochmal ein ganz anderer Bremshebel hier drauf. Bietet für mich nochmal mehr Einstellmöglichkeiten, bin echt happy, funktioniert für mich richtig gut. Das Einzige, was ich noch eventuell abändern würde, wären die Bremsscheiben. Da bin ich hin und her gerissen, ob ich MDRP-Scheiben draufbaue von Magura oder vielleicht Magalfa. Keine Ahnung, ihr könnt es mir immer in die Kommentare hauen, was so eure Meinung dazu ist, beziehungsweise eure Erfahrung. Dann habe ich ein Raceface-Turbine-Vorbau da drauf, 50 mm. Das Bike hat ja einen relativ kurzen Reach von in Rahmengröße M, 446 mm, soweit ich weiß. Und aufgrund dessen habe ich einfach gesagt, ich packe mir da ein bisschen längeren Vorbau drauf, 50 mm. Kommt damit auch, muss ich sagen, echt perfekt klar. Dann haben wir einen Prologo-Sattel, den habe ich hier auf die Transfer, Fox Transfer drauf gehauen. Hier vorne habe ich nochmal für meinen Sigma, für meinen ROX, den neuen 12.1, eine Halterung drauf gebaut, dass ich auch zu jeder Zeit navigieren kann. Ganz cool ist ja auch, dass der ROX sozusagen mit dem E-Bike von Fazua über ANT Plus kommunizieren kann. Ihr habt ja bei dem Fazua selbst wenig Anzeigen, einfach nur hier vorne so ein kleines Display mit LEDs. Wenn ich einfach mehr Informationen haben möchte, kann ich das Ganze am Ende auslesen bzw. sehen über das Navigationsgerät, was ich richtig, richtig geil finde. Was mir wahnsinnig gut taugt, ihr seht es ja wahrscheinlich auch, ist natürlich die Farbe von der Gabel in Verbindung mit dem Grau vom Rahmen. Das matcht halt richtig gut. Dann knallen hier die Bremssättel richtig raus, die Carbon-Laufräder von Zip, die sind hier richtig, richtig geil mit diesen Chrom-Decals, die da irgendwie noch drauf sind, die passen irgendwie wieder zu den Oak-Components-Griffen. Also ich muss sagen, meiner Meinung nach fehlt da jetzt nicht mehr viel, habe noch den Aufkleber von Sons of Battery draufgepackt und jetzt bin ich ready to rock und ich würde sagen, jetzt schnappen wir uns das Bike und ich nehme euch mit auf den Trail und wir scheppern mal eine schöne
feine Naturtrailrunde. Leute, richtig geil die Sache mit Nox. Ich freue mich wahnsinnig. Jetzt heißt es aber ab aufs Rad ausprobieren und euch mitnehmen. Let's go! Leute, 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 es ist soweit. Wir haben ein Light am Stessel für dieses Jahr, um damit mal ein bisschen zu testen, auszuprobieren für längere Zeit. Nox Epium habt ihr ja schon gesehen. Mega lässig, dass das geklappt hat. Ich muss schon sagen, eine der geilsten Dinge hört ihr vielleicht, wenn es ein bisschen rumpelt, beziehungsweise ihr hört es nicht. Das Teil ist leise. Sehr, sehr, sehr leise bergab. Man hört nur meinen Freilauf und ansonsten klappert hier mal so ziemlich gar nichts, was ich super geil finde. Das Bike, wie ihr eben auch schon gesehen habt, ist mit meinen Teilen aufgebaut, die ich noch zu Hause an einem anderen Rad hatte. Bedeutet, ja, Gabel stammt von mir, Laufräder stammen von mir, Bremse, Lenker, Vorbau, boah, Reifen habe ich jetzt mal Wheatires drauf. Bin ich sehr, 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 sehr gespannt, aber nach so den ersten Malen muss ich echt sagen, funktionieren die ganz geil. Bin ganz zufrieden damit bisher. Ich freue mich ja immer wieder ein bisschen auszuprobieren und auszutesten. Von dem her auch hier ganz geil, dass die Möglichkeit besteht. Leute, wie leise dieses Rad ist. Das flasht mich schon. Und schön wendig und agil auf so kleinen, schmalen Singletrails hier. Fährt sich schon echt lässig. Und geil ist dieser Boost-Modus. Kurz nach vorne drücken und dann kriegt man kurz Zeit einen Boost reingekickt nochmal. Ist natürlich auch ganz geil bei einem Light, um sich vielleicht nochmal bei den steilen Passagen ein wenig nach oben tragen zu lassen. Und es ist echt genau so, wie ich eben gesagt habe. Es ist halt irgendwie schon wieder ein bisschen eine andere Art und Weise, E-Mountainbike zu fahren mit dem Light. Da muss man schon Bock haben, sich auch an der einen oder anderen Stelle wieder ein bisschen mehr zu quälen, aber nimmt trotzdem halt schön die Spitzen raus. Hält man eigentlich nur das Fahrwerk scheppern. Wow. Das Fahrwerk scheppern und die Reifen abrollen. So wie es sein soll, so wie es mir eigentlich auch gefällt. Sehr geil. Wow. Oh. Und da muss ich sagen, wird ja oft oder wurde jetzt ein paar Mal bemängelt bei dem Epium, dass es einen kurzen Reach hat. Ich habe jetzt hier 50er Vorbau drauf und muss sagen und gestehen, damit funktioniert es für mich eigentlich perfekt in Rahmengröße M, Medium. Schön wendig, agil, das was ich mir von einem Light E-Bike erwarte. Geil! Ha. Junge! Oh, ich bin echt sehr positiv überrascht von meinem Aufbau. Also was heißt überrascht? Die ganzen Parts, die ihr gesehen habt, sind ja schon High-End so. Also von dem her funktionieren die natürlich gut. Aber geil, das alles hier gebündelt in dem Nox gerade zu fahren. Wow, wow, Junge, das kam überraschend. Das kam überraschend, dem Steinfeld hier. Wow, wow. Geil, Alter. Yo!
Yes! Das war die erste von hoffentlich vielen Runden mit meinem Nox Epium. Ich bin super happy, das Teil funktioniert echt richtig gut bergab. Ich hatte hier wahnsinnig viel Spaß damit. Ich freue mich schon auf die Videoprojekte, die ich hier mit Nox bzw. mit dem Epium starte und euch da mitnehme. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock darauf, einfach mal zu checken, wie funktioniert das Ganze, wie weit kann ich damit fahren, wie lange reicht der Akku, kann ich vielleicht mal zwei Akkus leerblasen, den einen in meinen Rucksack packen, wie fühlt sich das auf Trails an, etc. pp. Also ich werde euch da auf jeden Fall mitnehmen. Freue mich wahnsinnig, dass das geklappt hat mit Nox. Freue mich natürlich auch mega über euren Support, weil nur dank euch ist es überhaupt möglich, dass ich so Partner am Ende hier am Start habe. Von dem her, Leute, bleibt dran, haut in die Kommentare, wie ihr das Bike findet. Ich bin immer noch mega stoked. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und danke an jeden Einzelnen von euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Geht raus, habt eine gute Zeit und ja, viel Spaß beim Ballern. Ciao, Leute.